Willkommen zur Mick Schumacher Karriere und was soll ich euch sagen, der erste Sprint in unserer Karriere steht an. Es ist Aserbaidschan, Baku und ja, die Strecke hat es eindeutig in sich. 6003 Meter seine Runde lang. Wir haben zwei DRS-Zonen und die längste Vollgaspassage im Kalender. Abonniert gern kostenlos den Channel und ich kann euch auf jeden Fall sagen, unser Startplatz wird nicht der beste Wert. Schaut auch auf Insta und TikTok vorbei. Es geht jetzt in mein sehr verhasstes Qualifying rein. Turn 1 haben wir natürlich komplett den Scheitel verpasst. Komplett hier den Bremspunkt und bin ich viel zu weit neben die Strecke gekommen. Dann hier die nächste rechte Winkelkurve und das Auto liegt gar nicht gut. Ich habe Trocken-Setup drauf. Es ist absolut unfahrbar. Es ist tatsächlich eine riesen Herausforderung, das Auto in regnerischen Bedingungen um die Kurven zu werfen. So, wir sind in der letzten Schikane quasi hier drinnen, aus der letzten richtigen Kurve raus. Geht es hier Richtung Turn 20 und apropos 20, ich bin gerade so auf P19 und viel besser wird es euch nicht werden. Ich bin ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Wo bleibt die Uhr stehen? Das ist P18. Ja. Gucken wir uns mal an, wo unser Teamkollege gelandet ist. Nach einem fantastischen Qualifying können wir uns jetzt die Startaufstellung des heutigen Sprintrennens anschauen. Charles Leclerc startet aus der Pole Position und der talentierte Spanier Carlos Sainz macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Verstappen, Perez, Hamilton, Norris, Oscar Piastri, Russell, Fernando Alonso, Gasly, Ocon, Albon, Stroll, Hülkenberg, Ricardo, Tsunoda, Joe, der Goldjunge, Bottas und Logan Sargeant. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Das war wirklich ein ernüchterndes Ergebnis und Nico ist dann doch ein bisschen weiter vorne, ich glaube 14. Also lights out und let's go hier, Sprint trocken, auch das Rennen wird trocken sein, das bedeutet, ich kann hier noch einmal alles geben und Turn 1 wird unheimlich eng werden. Wir halten uns da etwas zurück und erst jetzt probiere ich da Yuki Richtung Kurve 2 anzugreifen. Auch Ricardo will hier ein bisschen zu viel. Ja, außen geht wieder Yuki vorbei. Es ist eine ganz enge Sache hier. Hier heißt es eigentlich nur, sich einen besseren Startplatz zu holen für das normale Rennen. Ich bin auf den gelben Reifen gegangen, weil ich genau wusste, dass der rote Reifen uns hier einfach töten wird. 6 Runden auf einem Vollsprint, das halten die Besten. Der besten Willen haltet das, der gelbe Reifen. Ah, der rote Reifen auf unserem Auto nicht aus. Also, da bin ich mir fast sicher. So, es geht hier also Ende erster Runde und es war okay. Ich meine, wir konnten 4-3 Plätze aufholen, ist okay. Jetzt hier im Windschatten sorgen wir uns an Daniel Ricciardo dran. Top Speed ist auf jeden Fall auch nicht da. Auch wenn ich immer geglaubt habe, dass der Haas schnell auf den Geraden ist. Das stimmt irgendwie auch gar nicht. Hier gucken wir uns auch einmal die Sprint-Replay an, also den Start vom Sprint. Und eins ist auf jeden Fall zu sehen, die Ferrari hatten hier eine Doppel-Pole-Position, also erste Startreihe, Front-Row-Lockout, hatte nichts viel gebracht, denn da ist direkt, glaube ich, ja, der Ferrari ist ja richtig abgestürzt, der eine, der ist weit nach hinten gekommen, ich glaube auch, dass der nicht mehr erster ist, und ja, auch hier mit Yuki, das war eine ganz enge Sache, der ist ziemlich schnell auf den Geraden, also der Honda-Motor, wirklich ganz schnell, aber hier wollte ich dann gleich auch Fernando mitnehmen, denn ich wusste halt auch, die haben, nein, das ist glaube ich Stroll, die haben Slicks drauf, also Softs drauf und der Soft ist halt generell viel schneller und dann auch noch wir mit unserem langsamen Auto, ich wäre nie im Leben
an Stroll vorbeigekommen und da war es, glaube ich, auch gut, sich den da gleich zu catchen in der ersten Runde in diesen drumherum. Oh mein Gott, Leute, da komme ich ganz nah neben die Mauer. Das war tatsächlich eine enge Sache. Halleluja, Ricardo, wie spät der Brecher gebremst hat. Ja, der DJ war nicht gut, der linke Reifen hat ein bisschen Schaden mitgenommen. 18% jetzt mittlerweile, das ja, wird trotzdem reichen für 4 Runden im Windschatten. Ja, es ist halt eine harte Sache, mit einem ganz schwachen Auto ja, sich da ein bisschen vorbeikämpfen zu müssen. Hier gehen wir dann rein in die Kurve, wo er spät auf der Bremse. Aber Ricardo, wir haben es gesehen, der ist noch viel später dran. Jetzt wird es interessant, Leute. Wir sind nah an Nico Hülkenberg dran. Doch jetzt mache ich einen verheerenden Fehler. Er hatte hier einen Rutscher aus der Kurve raus und ich überhole ihn hier, obwohl es das DRS auf der langen Geraden gäbe. Und ich denke mir so, ja, der wird ja eh nicht mehr zurück irgendwie da kneifen oder so. Ja, falsch gedacht. Der wird nämlich hier tatsächlich perfekten Windschatten und DRS bekommen. Und anstatt, dass wir uns konzentrieren, weiter nach vorne zu gehen, konzentriert sich Nico natürlich mal auf eins, natürlich auf den Teamkollegen zu überholen. Mein ER ist es aufgebraucht und da schon vor seiner DRS-Linie und ja, da schießt er mit einem Überschuss vorbei, hat vermutlich auch noch ES und da siehst du halt auch mal oben rechts. Ich war auf grün-grün und nur auf der Geraden halt durch dieses scheiß DRS, aber vor allem auch durch das fehlende ES habe ich halt die komplette Runde da umsonst gefahren, dran gefahren, nur dass ich dann Hülkenberg wieder auf der Geraden zurück überholt war. Das war knapp. Ich dachte mir zuerst, ich gehe links vorbei, aber der hat da so die Tür zugeworfen. Ich meine, natürlich musste ich damit rechnen, aber gerade Ricardo sollte wissen, dass das auf dieser Geraden verheerend sein kann. Ja, damals mit Verstappen, falls ihr noch wisst, was ich meine. Ja, es ist eine ganz, ganz enge Sache hier und ich bin auch generell kein großer Fan von diesen Sprints. Wenn du weit hinten startest, dann blöd, dass wir dieses neue Format noch nicht haben, weil wenn du hier reinkommst, dann ist das wirklich, du musst halt jetzt auch wieder von 14 starten. Es ist halt eine komplett andere Sache, wie wenn du ein Qualifying startest. Ich muss hier viel mehr Risiko eingehen und ich kann auch schon die Fahrer verstehen, warum die damals ein bisschen dafür waren, dass dein eigenes Qualifying herkommt und nicht mehr so. Für uns Fans ist das zwar spannend, aber wenn du, keine Ahnung, so wie ich jetzt im Qualifying verkackt hast, nur 19. oder 18. bist, dich da jetzt mit dem Muss im Sprint nach vorne arbeiten willst, musst, dich so ein bisschen nach mit den ein oder anderen aggressiven Manöver, die ich noch vorarbeiten muss, ist das tatsächlich eine ganz, ganz schwere Sache. Wir sind erneut im DRS-Fenster, aber jetzt komme ich mit dem Überschuss, Nico, und du kannst jetzt mal schauen, wo der Pfeffer wächst. Bye, bye, du bleibst hinten. Und wir übernehmen den 13. Platz. Ja, nach vorne hin ist es natürlich jetzt schwer. Beide Alpine haben rote Reifen drauf, sollten aber jetzt auch schon teilweise abgenutzt sein. Nico, ich möchte unbedingt aus dem DS-Fenster raus. Das wird aber nicht eine ganz leichte Aufgabe werden. Und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt weiter nach vorne kommen werden. Also dazu ist die Konkurrenz dann tatsächlich sehr stark und auch sehr schnell noch immer noch auf den Softreifen. Gucken wir uns noch einmal hier eine Replay an. Auf der langen Geraden komme ich dann Hülkenberg immer näher und schlussendlich konnte ich dann mit dem Speed-Überschuss ihn sogar auf der Ideallinie überholen, weil er da ihn abgedeckt hat. Finde ich toll, dass er uns da immerhin den Platz lässt. Palm Angel ist mir gar nicht aufgefallen. Haas wird von Palm Angel gesponsert. Finde ich auch interessant. Wir sind hier in der letzten Kurve, richtigen Kurve. Und ich habe es tatsächlich bis auf eine halbe Sekunde auf Esteban Ocon dran geschafft. Ich glaube aber auch, weil die Reifen einfach komplett in den Grund und Boden gekommen sind. Und fällt dir was auf, der linke vordere Reifen hat nur 2% das gesamte Rennen bekommen. Und der Rest ist da irgendwie auf 40 oder so. Ich glaube, einmal antitschen, ich hatte die Reifen ab. Und das ist echt schade, denn das war gerade mal eine halbe Sekunde. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und Charles Leclerc steht auf P2. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Perez, Hamilton, Sainz, Norris, Oscar Piastri, Fernando Alonso,
Russell, Albon. Gasly, Ocon, der Goldjunge, Tsunoda, Ricardo, Stroll, Joe, Sargent, Bottas und Nico Hülkenberg vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Und wir sind jetzt hier in der Startaufstellung und let's go, Leute. Ein sehr schneller Start. Ich hatte hier Probleme bei der Aufnahme, aber hat jetzt uns nicht viel gebracht. Turn 1, ich bin auf die roten Reifen gegangen und das ist eine riesen Vorteil. Da gibt es die Berührung mit Alexander Albon. Wir sind auf den 10. Platz vorgerückt. Jetzt bereits 9. Nein, das kannst du mir nicht erzählen. Der Williams ist schneller wie der Haas. Nein, wir sind schneller, aber das liegt vermutlich auch an dem roten Reifen. Jetzt sind wir also 9. Platz. Das war ein bombastischer Raketenstart. Wir sind also 9. Platz und das von P13. Das finde ich echt cool. Piastri und Alonso, gerade Alonso, sollten wir uns eigentlich heute holen, denn der ist unser Rivale. Der ist unser Punktebringer. Wenn wir den schlagen, wäre das natürlich top. Aber Piastri, wir wissen es seit dem letzten Rennen, das ist nicht eine einfache Sache. Den zu überholen ist sehr, sehr schwierig. Doch wir sind auf unterschiedlichen Strategien. Das könnte noch einmal ein Spannungsfaktor sein. Hier gucken wir uns noch einmal die Start-Replay an. Und der Start war tatsächlich sehr toll. Falls ihr das von den paar Lags nicht gesehen habt, wir sehen das hier noch einmal in toller Qualität. Das hat sich nämlich glücklicherweise aufgenommen. Ja, ich weiß nicht genau, was der Mercedes hier vorhat. Der sticht einmal komplett nach links und dann zieht er wieder komplett nach rechts. Und ich habe gar nicht mehr gewusst, was ich machen soll. Warum der überhaupt hinter uns ist, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht sagen oder nicht erklären. Und das war dann hier der 9. Platz. Was für eine tolle Leistung. Piastri hier in der engen Kurve. Vielleicht können wir auch noch den überholen, aber Alonso ist auf der ähnlichen Strategie wie wir. Ich weiß auch nicht, ob wir danach auf Weiß oder auf Rot gehen, denn die Strecke ist tatsächlich eine ganz, ganz harte Strecke. Also müssen wir uns noch überlegen, ob wir auf Weiß oder auf Gelb gehen, nicht auf Rot. Das könnte noch sehr spannend werden. Oh, diese Kurve hier ist so scheiße. Wirklich, seitdem man hier dieses Loch weggenommen hat und die Mauer dann direkt am Curb endet, das ist so ein Magnet für Frontflügelschäden oder auch für Ditcher. Das ist nicht mehr schön. 6 Zehntel und der Abstand wird weniger. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wir saugen uns hier leicht. Gut. Das ist... Nein. Es ist nicht dran. Saugen. Ja, jetzt wirkt der Windschattenfaktor und wir sind jetzt hier unter die 4 Zehntel gelandet. Doch wir müssen vermutlich auf das DRS abwarten, das in dieser Runde kommen wird. Wir hängen noch immer noch hinter Piastri, aber ich bin nicht mehr dumm, Leute. Ich werde auf jeden Fall abwarten, bis wir dann auch das DRS bekommen. Hier den Berg runter, zack, da gehen wir links neben Piastri vorbei, hab das DRS bekommen und wir bleiben, wir sind jetzt mal auf den 8. Platz. Fernando Alonso direkt in Front, Lando Norris ist auch da mit den gelben Reifen. Warum ist der wichtig? Der könnte natürlich Alonso ein bisschen einbremsen, wenn die fighten, aber dazu sollte es, müsste es auch mal kommen. Das sind doch noch eine halbe Sekunde, die beiden da trennen. Wir gucken uns die Replay genauer an. Hier gehen wir also an Lando, nein, das ist Oscar Piastri vorbei. Und unser Glück ist, dass er nicht perfekt aus dieser Kurve rausgekommen ist. Das hat dann auch bedeutet, dass wir auf der langen Geraden hier vor ihm geblieben sind. Vor ihm geblieben sind, ist eine ganz schöne Umschreibung. Es sind nur 7 Zehntel, wird das reichen, um jetzt erneut vor ihm zu bleiben? Wird das reichen, Leute? Wir gehen hier Richtung Turn 1, doch das reicht gerade noch so aus. 5. Runde also jetzt, aber wir haben schon ein Riesenloch von 2,5 Sekunden zu Alonso aufgerissen. Also das wird eine harte Nummer. Apropos Oscar Piastri, hier am Ende der 5. Runde geht er wieder an uns vorbei. Es ist so mühsam und irgendwo habe ich mir den Flügelschaden auch noch zugezogen. Das heutige Rennen also absolut nicht perfekt. Ich bin schon richtig, richtig mad, also dass wir hier kaum nach vorne kommen. Aber das ist natürlich alles diesen miserablen Qualifying geschuldet. Jetzt ist auch schon Albon dran, Russell hinten mit dem roten Reifen. Es ist halt... Das tut ein bisschen weh tatsächlich, denn es sah am Start so gut aus, aber jetzt sind wir auf einmal da... Irgendwo im Nirgendwo kommen Alonso nicht hinterher. Piastri ist jetzt auch durchgerutscht. Natürlich geht mit der Strategie noch der ein oder andere Overtake, aber die Pace stimmt halt absolut nicht auf dieser Strecke von dem Auto.
Es sind halt viele, viele Strecken, viele, viele Kurven, wo es auf Traktion ankommt. Wir gehen mal in die Box rein. Ich werde was versuchen. Sechste Runde, ein Drittel ist vorbei vom Rennen. Den Flügel werden wir auf jeden Fall nicht wechseln. Das würde viel zu lange dauern und würde uns viel zu weit nach hinten werfen. Also probieren wir es dann einfach so. So, da, weißer Reifen. Geht einfach nicht anders. Also eine gelbe Flagge, Leute. Könnte das jetzt endlich einen Wendepunkt bringen in der Strecke, in der Runde? Nein, wir sind zwar vor Alonso rausgekommen, wie haben wir das bitte geschafft, aber es war dann nur Lance Stroll, der da ausgeschieden ist. Warum nur? Weil der uns EX bringt, der war sowieso meilenweit hinter uns. Aber. Das wird noch einmal spannend werden, auch Charles Leclerc da vor uns, der ist nämlich ganz, ganz knapp hinter Valtteri Bottas und wenn er da jetzt nicht fliegen kann, wird er den gesamten zweiten Sektor dahinter festhängen und er ist geflogen. Er ist einfach vorbeigeschossen und hat sogar Bottas den Flügel runtergerissen. Das ist aber jetzt mal eher zweitrangig, weil Bottas uns hier Windschatten spendet, weil das wichtig ist, Alonso und auch Hamilton, beide hinter uns und beide nicht mal 3/10. Das ist sehr knapp. Und warum sind wir so langsam? Das ist tatsächlich eine große und wichtige Frage, die ich mich hier stelle. Wir können es gerade noch so schaffen, vor Hamilton zu bleiben. Und da quetscht sich tatsächlich Bottas. Probiert es zwar, sich noch einmal durchzuquetschen. Hamilton geht da aber als großer Führender raus. Wir sind jetzt nur noch 10. Platz, aber ich glaube auch nicht, dass alle schon in der Box waren. Genau, denn Logan Sargeant, Guan Yu Zhou und da vorne sehe ich sogar noch einen AlphaTauri. Also viele, viele Leute noch nicht in der Box und das würde dann doch bedeuten, dass wir weiter vorne sind als vorhin. Und hier kommen wir angeschossen auf Start und Ziel, Leute. Wird das der Double Overtake gegen Sargeant und Guan Yu Zhou? Das wäre einfach bombastisch. Wir gehen hier rechts vorbei, ohne Windschatten, nur mit der DRS-Hilfe. Okay, die gehen beide in die Box. Ja, man kann trotzdem sagen, das war ein Double Overtake, oder? Ich meine, ich habe sie überholt, bevor sie in die Box gefahren sind. Ach man, das ist natürlich schade. Das ist echt schade. Und noch viel schader ist auf jeden Fall, dass Hamilton jetzt so nah hinter uns klebt und dass wir kaum hier Luft nach oben haben. Apropos, das gucken wir uns noch einmal hier genauer an. Da waren wir ein bisschen über die Pylone drüber, aber alles noch im noch nicht abkürzten Moment. Und hier dann Richtung Runde 10, da war dann dieser Double Move. Ich meine, es war kein Double Overtake, das muss man klar zugeben. Aber ich war ja vorbei, bevor sie in die Box abgebogen sind. Egal, seht ihr es, wie es ihr sehen wollt und ich sehe es, wie es ich sehen will. Ich sage, es war ein Double Overtake. Und es war auch wichtig, dass mir die beiden da DRS gespendet haben, denn sonst hätte ich das Ganze auf der Geraden gegen Hamilton niemals im Leben überlebt. Apropos, wir sind hier nur auf der Geraden und diesmal ist kein Hamilton hinter mir, sondern ein Lando Norris und vor allem auch ein Oscar Piastri. Einen kann ich da hinten halten, aber Norris schießt an uns vorbei. Wir wären auf Platz 4 gewesen, Leute. Und das ist dann doch echt sehr traurig. Das gucken wir uns gleich noch einmal an hier. Der kommt dann gesaugt. Das ist halt tatsächlich schade. Es ist echt schade. Das war... Was ist das über für eine Replay? 16. Runde? Ich glaube, ich bin da ja noch gar nicht, oder? Lando Norris ist immer noch vor uns, Leute. Es ist ganz, ganz eng hier. Auch Oscar Piastri folgt uns und nicht weit weg
Fernando Alonso. Ich kann nicht verstehen, warum die weißen Reifen nicht worken. Ich bin so ratlos. Ich meine, ich fahre mit einem Haas, das ist klar. Und dass wir auch nicht das beste Auto haben, ist klar. Wir sind 16. Runde jetzt hier. Ich lasse den mal vorbeiziehen und dann kassiere ich mir wenigstens das DRS und hole ihn dann wieder auf der langen Geraden. Der Exit hier ist wichtig. Der war okay, Leute. Wir gehen also jetzt hier mit knapp 14. Rückstand. Das sollte locker reichen, um Oscar Piastri auf der Geraden wieder zu überholen. Letzte Kurve raus. Nein, ich komme hier gegen die Mauer. Und das kostet viel Zeit, vor allem auch viel Schwung. Es hat keinen Flügel gekostet. Der Motor ist kaputt. Wir haben nur noch 13. Rückstand. Das sollte dennoch reichen, um gegen Oscar Piastri hier auf der Geraden durchzureichen. Das war strategisch nicht gerade der blödeste Move. Der hält aber hier rein, kann viel später bremsen. Ich probiere ihn da ein bisschen von der Ideallinie runterzudrücken, um mir mehr Schwung zu gönnen. Aber ich kann hier nicht dranbleiben, Leute. Wir verlieren den Platz wegen so einer Blödheit von mir, weil ich unbedingt dieses DRS auf der Geraden haben musste. Aber es wäre so oder so. Und das ist genau das Traurigste dran. Apropos traurig, wir sind in der 18. von 18 Runden. Sergio Perez ist bereits über das Ziel gefahren, weil eben auch nur Verstappen Motorprobleme hatte. Seien sie jetzt genau hinter uns. Und ich kann mich mit keinem Trick dieser Welt da irgendwie vorne halten. Außer, dass ich hoffe, dass sich das mit dem ERS ausgeht und einmal noch waven darf. Wir gehen hier einmal genau vor sein Auto. Und das könnte uns hoffentlich reichen, Leute. Es wird ein Fotofinish werden. Mein ERS ist vorbei. Und da zieht er auch noch auf der Geraden vorbei, Leute. Das ist der Worst Case. Und ja, Mann, das ist so schade. 7. Platz. Wir waren zwischenzeitlich auf Podiumskurs. Das ist echt bitter. Dann sind es nur 6 Punkte geworden. Doch ich meine, man sollte den Kopf nicht in den Sand stecken. Gucken wir uns mal die Strecke an. Großartige Arbeit vom gesamten Team, sowohl hier an der Strecke als auch zu Hause in der Fabrik. Und dazu noch eine ziemlich gute Fahrerleistung. Stefan Römer, was denkst du? Wie haben sie dieses Resultat erzielen können? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Red Bull hat heute äußerst hart um die vordere Position gekämpft und es ist großartig, dass es sich ausgezahlt hat. Das Team tut so viel für den Sport, dass man sich einfach nur über den heutigen Sieg mitfreuen kann. Hier haben wir das Endergebnis. Ja, Sprint war eine Nullnummer, aber immerhin 6 Punkte im Rennen. Und dann nur einen Punkt weniger als Hamilton, das ist wichtig. Aber wenn ich mir die Rundenzeiten angucke, dass meine schnellste Rennrunde einfach mal fast 2 Sekunden langsamer war, als die dann vom richtigen schnellsten Rennrunde, also 1,5 Sekunden, dann ist das wirklich eine Hausnummer. Glücklicherweise sind wir vor Alonso ins Ziel gekommen, aber ja, bringt jetzt auch nicht viel. Ich gucke mir da die Vergleiche nochmal an. Dass Nico so weit nach hinten geflogen ist, zeigt halt auch wieder, wie schlecht unser Auto gerade auf dieser Strecke war. Und das ist dann echt bitter. Das ist echt, echt bitter, wenn du da irgendwie, ich hätte Vierter werden können, aber die Strategie hat es halt dort einfach nicht rausgerissen. Ich hoffe, dennoch hat es euch Spaß gemacht. Also ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen. Hier sind wir also noch einmal im Team-Hauptquartier und ich werde versuchen, das ein oder andere Upgrade noch schnell zu finden. Vielleicht können wir dann in Miami durchstarten. Da werden wir aber vermutlich mit neuen Teilen durchstarten müssen. Ob ich die austausche oder gleich mit Plus, dass wir einmal von ganz hinten starten, weiß ich nicht. Das werden wir uns jetzt noch einmal schnell angucken. Ja, ein kleines Interview, Menschen, Training oder Erfahrung. Das ist ehrlich gesagt alles scheißegal. Das bringt sowieso gar nichts, außer ein bisschen Erkenntnis, ein bisschen Anerkennung. Und ja, wie sie gesagt haben, so, das bringt irgendwie, das steigert irgendwie, wenn du die oder die Antwort gibst, es ist einfach scheißegal. Ich habe so viele Rennen in Formel 1 gefahren und kann euch sagen, das bringt gar nichts. Schaut gerne auf TikTok vorbei, auf Eze-Tobi. Wir werden ohne Strafen austauschen, denn das heutige Rennen hat mir gezeigt, dass von hinten starten einfach nur schwierig ist mit dem Haas. Alle Links sind mir unten in der Bio und falls euch mein Video gefallen hat, würde ich mich gerne über ein kostenloses Abo freuen und auch gerne über ein Däumchen oben. Aktiviert auch gerne die Glocke, dass ihr da nichts mehr verpasst. Heute oder morgen
Heute wird es auf TikTok noch ein paar Videos geben, aber auch morgen natürlich hier wieder auf YouTube. Bis dahin, ciao.